Willkommen zu einer weiteren kleinen Session hier bei Avatar. Wir sind beim schattigen Hain und ich glaube, hier waren eigentlich zwei Questgeber. Ich glaube, der andere war weiter oben. Unsere Sarentu-Besucherin, ich habe eine Geschichte für dich. Okay, ich dachte eigentlich erst, das wäre eine Frau. Meine Brüder und ich trafen auf die Getrennten und mussten fliehen. Sie fürchten den Tod nicht. Hast du keine anderen Kleider? Getrennte Verbindung innerhalb des Questgebiets. Jage die Bestien. Okay. Mal wieder so ein Ding. Eidur ist eine Meisterin. Wir sollten ihr alle in die Schlacht folgen. Dankeschön. Hä? Bin ich gerade blöd? Hier, in die Richtung müsste ich ungefähr. Wieso sehe ich das nicht? Naja. Man muss Geduld haben. Ich überlege gerade, also wir hatten auf jeden Fall schon so eine Quest, aber war die nicht auch so eine in dem Gebiet? Aber vielleicht ähnelt sich das bloß alles ein bisschen. Innerhalb des Questgebiets, das heißt ja eigentlich. Alter, die hat auf mich geballert. Ich hatte doch eben auch so einen roten. Gesehen, verflucht. Das ist weiß. Hallo. Scheiße, ich treffe. Ach so, ich habe glaube ich auch den falschen Bogen. Oder sind das die? Oh, sauber. Cool, nice. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa. Und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. Nice. Danke für die Gaben. Okay. Das war auf jeden Fall nicht. Das, was ich brauche. Ich muss jetzt rechts runter. Mach mir hier so einen Marker, ey, was soll das? Wie kann ich den nochmal wechseln? Ausrüsten. Ah, so war das. Sehr schön. Ungünstig.
Nö. Ah, das war ja sehr unklug. Ich habe nicht mehr daran gedacht, dass ich die Taste halten muss. Muss die anderen Bestien finden und sie von ihrem Leid erlösen. Nicht das da hinten schon. Vielleicht ist später hier noch eine Quest. Wo seid ihr? Tot. Zerfetzt. Was? Bestien? Wovon redet sie? Adellos Regen, was haben wir jetzt? Wie, wo? Runtergefallen oder was? Hui. Okay, das Ding haben wir ja schon. Sieh dir die RDA-Leiche genauer an. Hajir, hab eine Meute Bestien entdeckt. Scheint, als ob sie eine RDA-Patrouille angegriffen haben. Danke, dass du sie erledigt hast. Die RDA hat es verdient. Aber das ist kein schöner Tod. Es ist richtig, sie zu erlegen. Aber das schlechte Gewissen tötet mich. Ich mach das nicht mehr. Ich finde es ja echt interessant, dass man hier im Schatten unseren Schwanz hin und her wedeln sieht. Thank you.
Schade. Oh, oh, oh. Warte. Upsi, das war aus Versehen. Na. Scheiße, jetzt fehlt wahrscheinlich eins. Voll. Oh, da sind wieder rote Linien. Die führen nach rechts. Höre, aber ich sehe nicht. Sind nicht die richtigen oder was? Ach so. Fehlalarm. So, haben wir das jetzt? Sage die Verbleibenden, ne? Hä? Genug Bestien ausgeschaltet. Sollte helfen.
Oh, das haben wir normal erlegt. Danke für die Gaben. Gaben-Skillpunkt. Nice. Nice, nice. Nice. Okay. Warte. Dann mache ich hier Schnellreise hin. Ach, nee. Doch. So. Man muss Geduld haben. Ey, war hier nicht die Trommlerin? Verflucht. Clanbeitrag. Eine Brandfrucht, gut. Jetzt steht's zumindest da, Himmelsmenschen kennen die Kraft der Aranahe nicht, aber bald. Scheiße. Wuchtig. Brandfrucht. In dem Tempo brauchen wir mehr Dapofett. Ja, vergiss es. Quests. Dann verfolgen wir die Quest jetzt, würde ich sagen. Au. Da hinten. Das war wieder eine feindliche Station. Dann würde ich eigentlich von hier aus starten, oder? Ach so, da waren wir auch noch gar nicht. Ach, Kacke. Erst hier hin. Früchte brauchen Zeit zum Reifen. Danke für diese Erkenntnis. Müssten wir halt auch noch irgendwie hoch. Jeder Tag draußen im Wald ist ein neues Geschenk von Ewa. Die Sarentu und Aranahe sind befreundet. Bist du dir bewusst, dass es in dieser Gegend ein Sarentu-Totem gibt? Nice. Vor allen Dingen in dieser Gegend. Ich bin mal gespannt, wo wieder. Er hat das hier gerade hin gezeigt, ne? Sucht man sie wieder zurück? Nein. Warte. Kann das da wirklich sein? Ich meine, wir waren doch da in dem Jagdgebiet und dann ist uns das nicht aufgefallen.
So, suchen wir das in der nächsten Folge. Spitze bedanke mich. Bis denne.